reicht's. Ich kündige. Ich habe es satt. Endgültig. Meine Nerven. Meine armen Nerven. Wenn große Leute über ihre Nerven sprechen, haben fast immer kleine Leute dieselben strapaziert. So auch diesmal. Die kleinen Leute waren die zauberhaften Kinder Jane und Michael, die ganz unschuldig ihrem Kindermädchen Katie beim Drachenfliegen davongerannt waren. Und genau dasselbe tat Katie jetzt auch. Sie rannte davon. Sie verließ das wunderschöne Haus in der Kirschbaumallee 17, weil Jane und Michael wieder mal verschwunden waren. Um ehrlich zu sein, zum vierten Mal. Aber, wer wird denn erschrecken? Das war doch nur der Nachbar, Admiral Boom. Punkt 6 Uhr feuert er einen Kanonenschuss vom Balkon, damit alle Leute wissen, dass der Tag zu Ende ist. Daran haben sich die Nerven der Erwachsenen übrigens gewöhnt. Nerven sind etwas sehr Eigentümliches. Bei mir läuft alles wie am Schnürchen. Ich bin der Boss, die anderen sind Figürchen. Punkt 6 Uhr 1 steht Fräulein Ellen da, nimmt Hut und Schirm und aus dem Boss wird der Papa. Des Tages Mühen sind vorbei, es ist ja auch schon 6 Uhr 3. Die Kinder stehen vor der Tür, gewaschen, Zähne schön. Aber wo sind sie? Wo sind Jane und Michael? Winifred! Ja, mein Liebling? Winifred, es ist 6:04. Wo sind die Kinder? Sie sind nicht da. Was soll das heißen? Sie sind weg. Das verstehe ich nicht. Drück dich bitte etwas deutlicher aus. Sie sind nicht da. Wieso? Weil sie weg sind. Aha. Katie ist auch weg. Sie hat gekündigt. Und wer ist noch da? Du, George, Ellen und ich. In diesem Augenblick klingelte ein Polizist an der Haustür und gab Jane und Michael wohlbehalten ab. Was nun folgte, war den Kindern bekannt. Schließlich war Katie das 6. Kindermädchen, das vor ihnen die Flucht ergriffen hatte. Also folgte zuerst die übliche Strafpredigt ihres Vaters und dann ein 7. Kindermädchen. Jane und Michael, ich habe ein sehr ernstes Wort mit euch zu reden. Da die Kinder mit dem schlechten Geschmack ihrer Eltern ja schon Erfahrungen hatten, zumindest was Kindermädchen betraf, hatten sie diesmal vorgesorgt. Pa? Ja, mein Kind? Pa, Michi und ich haben eine Annonce entworfen. So, meine Kinder entwerfen eine Annonce. Da bin ich aber sehr gespannt. Ich auch, George. Bitte, Winifred, sei ruhig. Ich habe dich nicht gefragt. Entschuldige, George. Dann lest sie mir mal vor. Gesucht wird ein Mädchen für 2 süße Kinder. Sie soll haben. Statt Warzen rosige Wangen. Sie darf nie schimpfen. Und auch nicht verlangen, dass wir nur artig und ordentlich sind. Das ideale Mädchen hat ein Herz wie ein Kind. Sie kann immer neue Spiele erfinden. Und auch aus Unkraut Kränze uns binden. Sie gleicht einer Fee aus dem Märchenland. Mal ist sie Prinzessin. Und mal Elefant. Was wir auch verbrochen, o Papst, vergib. Doch so ein Mädchen, das hätten wir lieb. Sonst noch was? Ab ins Bett, aber ein bisschen plötzlich. Ich fand die Annonce bezaubernd. Das hätte ich mir fast denken können. Kinder brauchen eine starke, straffe Hand, die nichts, nichts, hörst du, Winifred? Ja, George, die nichts durchgehen lässt. Woher weißt du das? Ach. Mrs. Banks verließ das Zimmer und Mr. Banks warf die Annonce in den Kamin, wo die Flammen sie auffraßen. Da Mr. Banks ein Mann der Tat war, rief er sofort bei seiner Zeitung an und ließ eine neue Anzeige drucken, die fast denselben Text hatte wie all die anderen zuvor. Was er wollte, war ein Kinderschreck weiblichen Geschlechts. Ernst, vernünftig, streng, solide und sittsam. Als Jane und Michael morgens aus dem Fenster sahen, erblickten sie eine Schlange grässlicher, schwarz vermummter Gestalten. Eines begriffen sie sehr schnell. Alle hässlichen Mädchen Londons waren Kindermädchen. Du, Michael. Die erste sieht aus wie eine Krähe. Leider. Die zweite sieht aus wie eine Ratte. Und der Rest sieht aus wie die ersten beiden. Plötzlich jagte ein wilder Wind durch die Kirschbaumallee. Es pfiff und heulte, krächzte und seufzte, stöhnte und ächzte, als ob 1000 Hexen auf ihrem Besenstiel durch die Luft ritten. Michael, Michael, der Wind trägt alle Kindermädchen fort, wie sie sich an ihren Regenschirmen festhalten, zum Quieken. Jane, sie fliegen weg! Hurra!
Die Gespensterschau ist vorbei. Und wir haben nicht einmal Schuld. Jane. Hey, Jane. Da kommt ein schwarzer Punkt angesaust. Wo? Da, über den Bäumen. Der schwarze Punkt kam näher und näher. Zum größten Erstaunen von Jane und Michael entpuppte er sich als ein einzelnes Kindermädchen, das an seinem aufgespannten Regenschirm geradewegs zur Kirschbaumallee 17 flog. Sie landet! Michael, Michael, sie ist genau so, wie wir sie uns gewünscht haben. Ja, auf ihrem Hut wächst ein Gänseblümchen und ihr Schirmknauf ist ein lustiger Papagei und keine verknöcherte Wurzel. Hurra! Die wollen wir haben! Guten Morgen, mein Fräulein. Sie sind ganz offensichtlich die Erste. Wie heißen Sie? Mary Poppins, Mr. Banks. Und um es gleich klarzustellen, ich bin auch die Letzte. Ich entspreche genau den Angaben, die in der Annonce gewünscht wurden. So, ich kann mich hier nicht lange aufhalten. Ich muss jetzt zu den Kindern. Mit diesen Worten ließ Mary Poppins den verdatterten Mr. Banks stehen und rauschte majestätisch an ihm vorbei. Bevor er etwas sagen konnte, setzte sie sich aufs Treppengeländer, nahm ihren Regenschirm und die Reisetasche auf den Schoß und rutschte schnurstracks in den ersten Stock. Jane und Michael trauten ihren Augen nicht. Hallo, ihr zwei. Ich bin Mary Poppins. Ich habe eure Annonce gelesen und bin sofort zu euch geflogen. Aber unsere Annonce hat Papa verbrannt. Na und? Da das Kinderzimmer wie üblich sehr unaufgeräumt war, wollten Jane und Michael Mary Poppins geschickt ablenken, indem sie ihr zuerst ihr Zimmer zeigten. Ganz ehrlich, sehr hübsch war es nicht. Doch das störte Mary Poppins keinesfalls. Sie nahm ihren Hut ab, stellte die Reisetasche auf den Tisch und fing an, sich einzurichten. Michael, Michael, was sie da alles aus der Tasche holt? Sie ist bestimmt eine Fee, denn eins steht fest, sie kann zaubern. Ja. Mary Poppins holte aus ihrer Tasche einen Haken für ihren Hut, eine 2 Meter hohe Stehlampe, einen großen, goldverschnörkelten Spiegel, bunte Kleider, Schuhe und... Aber immer wenn ich in die Tasche schaue, ist sie leer. Sie muss eine Fee sein. Hab ich doch gleich gesagt. So, ihr zwei, nun macht mal eure Münder wieder zu und lasst uns das Kinderzimmer aufrollen. Muss das sein? Es muss. In jeder Arbeit, merkt euch das, steckt auch ein kleines bisschen Spaß. Versteh den Spaß. Und schnapp, die Arbeit klappt. Denn was man voller Freude tut, schmeckt uns wie Kuchen gut. Ein Schatz, ein Spiel, dazu gehört nicht viel. Wenn ein Löffelchen voll Zucker mit Medizin versüßt, ja, Medizin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut. Und hui, räumte sich das Zimmer von allein auf. Wie von Geisterhand bewegt, öffneten sich die Schränke und Kommoden. Die Schubladen rutschten quietschend nach vorn und die zusammengefalteten Pullover legten sich übereinander. Soldaten marschierten geschlossen in ihren Kartons und die Bücher hüpften vergnügt auf ihre Regale. Sogar Janes heißgeliebter Knuddelbär legte sich ins frisch gemachte Bett, blinzelte noch einmal und schlief. Nun blitzte das Kinderzimmer so, als ob Onkel und Tanten zur Besichtigung kämen. Ungeheuer! So, keine Müdigkeit vorgeschützt. Schlüpft schnell in eure Mäntel und dann raus an die frische Luft. Ja, Mary Poppins! Der Wind hatte sich gelegt und alle Bäume der Kirschbaumallee blühten. War das eine Pracht! Zufrieden gurrten die Tauben und die Bienen und Hummeln summten um die Wette, als Mary Poppins mit den Kindern den Park betrat. Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chuhu, ich tu, was mich freut und mich freut, was ich tu. Ich bin Pflastermaler und wie ihr hier seht, ein Künstler und Könner.
dies eher nicht gehen. Denn was ich gemacht, hab ich selbst ausgedacht. Wo ich auch geh, ist meine Welt. Ich mal, was ich will und nur, was mir gefällt. Als Künstler veracht ich das Geld, liebe Leute. Meine Mütze trotzdem jeder Penny erfreut. Meine Mütze trotzdem jeder Penny erfreut. Chim Chimini, Chim Chimini, Regen wäscht's rein. Ladum, da-da-dum, denn Ordnung muss sein. Hallo, Mary Poppins. Hallo, Bert. Das sind übrigens Jane und Michael. Guten Tag, Bert. Das ganze Pflaster ist voller Bilder. Hereinspaziert. Wie bitte? Sucht euch ein Bild aus, ihr zwei. Jane und Michael verstanden nur noch Bahnhof. Einerseits wollten sie doch die schönen Bilder nicht mit Füßen treten. Andererseits forderte Bert sie dazu auf. Jane und Michael runzelten die Stirn. Doch Bert zwinkerte ihnen lustig zu und flüsterte: Mary Poppins wird schon machen. Was werde ich machen? Die Bilder lebendig zaubern. Nein, Bert. Na gut, dann werde ich's halt tun. Aufgepasst, Kinder, gebt mir die Hand, schließt eure Äuglein und hüpft in das Land, das Bert euch gezaubert durch Farbenpracht. Los, lasst uns springen, gebt Acht. Mit diesen Worten sprangen Bert und die Kinder in ein Bild. Aber nichts geschah. Kein gemalter Baum wurde lebendig und kein Schritt knirschte auf der gemalten Landstraße. Jane und Michael zogen lange Gesichter. Bert zog ein langes Gesicht. Nur Mary Poppins lächelte. Bitte, Mary Poppins, nimm uns an der Hand. Oh ja, bitte, Mary Poppins. Bitte, Mary Poppins, bitte. Da nahm Mary Poppins die Kinder an der Hand, stellte sich mit Bert und ihnen auf die schönste Kreidezeichnung, zählte bis drei, sagte Augen zu und hui, schienen sie alle zu schweben. Plötzlich waren die Kirschblüten unter ihnen. Und als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, befanden sie sich auf einer goldgelben Landstraße, die sich lustig durch bunte Sommerwiesen schlängelte. Jetzt waren sie wirklich mitten in Berts Zeichnung. Wie schön Mary Poppins ist. Sie hat ja oft nicht mehr das doofe schwarze Kleid an, sondern ein weißes. Sieht sie nicht aus wie eine Prinzessin? Ja, und guck mal ihren Schirm an. Das ist ja plötzlich ein Sonnenschirm und weiß ist er auch. Es muss ja auch alles zusammenpassen. Ja, du passt jetzt auch zu Mary Poppins in deinen neuen Sachen. Und ihr? Michael, deine Hose ist neu. Jane, dein Kleid ja auch. Michael und Jane begriffen zwar nicht, was los war. Sie wussten nur eins, so glücklich waren sie noch nie gewesen. Und das war nur der Anfang. Das klingt wie Janak. Seid mal still. Außer dir redet hier keiner. Ach, ich höre es ganz genau. Da hinten ist ein Jahrmarkt. Oh, bitte, Mary Poppins, lass uns auf den Jahrmarkt gehen. Okay. Doch vorher werden wir eine Kleinigkeit futtern. Mary Poppins und Bert gingen voraus. Michael und Jane folgten ihnen. Zuerst verließen sie die Landstraße, dann überquerten sie eine Brücke und schließlich landeten sie in einem dichten Wald. Hasen hoppelten herum, Rehe und Hirsche sprangen aus dem Unterholz und alle wollten nur gestreichelt werden. Michael, guck mal, wie zahm das Häschen ist. Das Eichhörnchen läuft auch nicht weg. Kommt, Kinder, wir haben noch viel vor. Aus einem Bauernhaus kamen gackernde Hühner, schnatternde Enten, grunzende Schweine, blökende Schafe, wiehernde Pferde und muhende Kühe. Und alle riefen im Chor: Willkommen, Mary Poppins! Bert war schon weitergegangen, als ein Bach ihm den Weg versperrte. Da stand er nun und schaute ziemlich dumm. Als Mary Poppins jedoch kam, hoben zwei Schildkröten ihre Rücken aus dem Wasser, so dass alle vier auf sie treten konnten und trockenen Fußes ans andere Ufer kam. Dort stand unter einer Weide ein großer weißer Tisch mit vier Stühlen. Als sich alle hingesetzt hatten, rief Mary Poppins: Können wir bitte einen Ober haben? Erst jetzt erblickten Jane und Michael ein Haus, aus dem vier Pinguine stolzierten. Guten Tag, meine Herren. Was können Sie uns heute empfehlen? Ich möchte gern Himbeereis. Ist schon bestellt. Michael und Jane waren sprachlos. Mary Poppins konnte Gedanken lesen. Die Pinguine brachten die herrlichsten Leckereien. Kirschtorte, Limonade, Kuchen, Schlagsahne,
Tee und Kekse. Oh, ich bin satt. Das glaube ich dir. Ich auch. Gut, dann gehen wir jetzt auf den Jahrmarkt. Prima. Sie gingen nicht, sie tanzten und hielten erst vor einem kleinen Karussell an, das genau 4 Pferdchen hatte. Ein violettes für Mary Poppins, ein rosafarbenes für Jane, ein blaues für Michael und für Bert ein schneeweißes. Geschwind kletterte jeder auf seins und los ging die Fahrt. Hui, wie das schaukelte, als sich das Karussell in Bewegung setzte. Nun drehte es sich wie eine Windmühle. Alles schien zu tanzen. Jane war restlos zufrieden. Nur Michael wollte noch mehr. Schade, dass wir immer nur im Kreis reiten. Sagtest du etwas? Ja, ich würde gern woanders hin galoppieren. In Ordnung. Festhalten. Los geht's! Und schon trabten die Pferde geradeaus und rasten über Wiesen und Stoppelfelder. Plötzlich bemerkten die Kinder, dass sie nicht die einzigen Reiter waren. Vor ihnen, neben ihnen, hinter ihnen, überall waren Reiter in bunten Kostümen. Himmel, nochmal, das war ja eine Rennbahn! Und Jane, Michael und Bert ritten ihr erstes Turnier. Wo nur in aller Welt war Mary Poppins geblieben? Ich sehe sie! Ich sehe sie! Sie ist ganz vorn! Nur noch 2 Längen und sie gewinnt! Sie... Ja! Hurra! Mary Poppins ist Sieger! Im Nu stürzten sich die Reporter auf Mary Poppins. Hätte sie nicht auf ihrem Pferd gesessen, wäre sie sicher umgerannt worden. Wie, Fräulein? Poppins. Mary Poppins. Wie fühlt man sich als Überraschungssieger? Ja, sagen Sie's. Beschreiben Sie's. Erklären Sie uns das Gefühl. Glauben Sie, dass Sie fähig sind, ein Wort dafür zu finden? Ein einziges Wort? Aber sicher, meine Herren. Supercalifragilisticexpialidocious. Wie? Supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar weich und tätisch. Wer es laut genug aufsagt, scheint klug und fast prophetisch. Supercalifragilisticexpialidocious. Als Junge war ich sehr gehemmt und stotterte herum. Mein Vater mir die Nase zwickt und sagt, sei nicht so dumm. Ich lernte eines Tages, das Wort die Nase hatte Ruhm. Das Wort ist ein Verzungswort, jetzt hört mal alle zu. Oh, Das Wort kann man auch rückwärts sagen. Ethisch alle Expialidocious-Kali super, aber das geht zu weit. Findest du nicht auch? Zweifellos. Und wenn dir mal die Worte fehlen und dich der Hemmung plagt, dann startet halt das Wort und schon hast du genug zu sagen. Doch wenn du es benutzen willst, so überleg genau. Ein Beispiel? Ja. Ich sagte es zu meiner Braut, schon war sie meine Frau. Schade, es fängt an zu regnen. Berts schöne Kreidezeichnungen wurden nass. Die Tropfen verwandelten sie in farbige Pfützen. Und mitten in einer dieser Pfützen standen Mary, Bert und die Kinder. Dann auf Wiedersehen. Ich werde mir wohl einen anderen Beruf suchen müssen. Bei dem Wetter. Aber Bert... Kommt, kommt, kommt. Wir müssen jetzt schnell nach Hause, sonst erkältet ihr euch noch. Zu Hause angekommen, weigerten sich Jane und Michael ins Bett zu gehen. Sie wollten einfach nicht schlafen. Doch schließlich übermannte sie die Müdigkeit und sie schlossen die Augen und träumten supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Ruhe, meine Nerven. Los, Kinder, beeilt euch. Wir wollen Onkel Albert besuchen. Wer ist Onkel Albert? Das werdet ihr dann sehen. Aus lauter Neugier benahmen sich Jane und Michael tadellos.
Denn eins stand für beide fest. Mary Poppins hatte nur nette, lustige Freunde. Nachdem Jane und Michael eine Zeit lang brav neben Mary Poppins herspaziert waren, standen sie plötzlich vor einem wackeligen alten Häuschen. Mary Poppins klopfte an. Hallo, da seid ihr ja. Bin Onkel Albert und hänge vor Lachen wieder einmal unter der Decke. Das Leben ist aber auch zu komisch. Außerdem habe ich die einzig angenehme Krankheit, die Lachkrankheit. Ich lach so gern, lang und laut und klar. Ich lach so gern, steigert sich mit jedem Jahr. Je mehr ich lach, je froher werde ich. Und je froher ich bin, je mehr amüsiere ich mich. Wie peinlich, nicht wahr? Je mehr amüsiere ich mich. Aber das ist doch nicht zum Vergnügen. Wir wollen dem armen Onkel Albert nur etwas zu besser bleiben. Guck mal, Bert ist auch an die Decke geflogen. Das kommt von vielen Lachen. Ich steige. Hallo Bert, hallo Onkel Albert. Ihr seid mir ja eine feine Gesellschaft. Natürlich hat Mary Poppins es geschafft, Bert, Jane und Michael wieder auf den Erdboden zu bringen. Nur Onkel Albert hing noch beim Verabschieden am Kronleuchter. Tja, seine Krankheit war wohl unheilbar. Fräulein Poppins. Ja, Mr. Banks. Fräulein Poppins, ich habe Sie in mein Haus geholt, damit die Kinder gut, das heißt streng, erzogen werden. Das Leben ist weder ein einziger Lachkrampf, noch ein Spaziergang durch Pflasterbilder. Wenn ich Sie berichtigen darf, wir waren nur in einem Bild. Was soll das überhaupt? Die Kinder erzählen mir, Sie haben mit Ihnen auf Zirkuspferden an einem Turnier teilgenommen. Sehr richtig. Doch nicht genug mit dieser haarsträubenden Geschichte. Neuerdings behaupten Sie auch noch, unter der Decke hängend, lacht sich's am besten. Und dann dieses Wort, dieses superkralle-phantomistisch. Oh, Sir, Sie meinen superkalifragilistik-expialigetisch. Was soll das überhaupt bedeuten? Man sagt es, wenn nichts anderes mehr hilft. Und schon ist die Welt wieder superkalifragilistik-expialigetisch. Es muss eine Bank geordnet und präzis sein. Es muss ein Heim nicht minder funktionieren. Von Recht, Gesetz und Tradition lebt die Nation. Denn ohne sie Unordnung, Chaos, völlige Anarchie. Das heißt, es bricht die Welt in zwei. Ich arbeite bei der Bank. Das ist mir bekannt, Sir. Dort herrschen Ordnung und Disziplin. Banken sind sozusagen der Inbegriff vom Ernst des Lebens. Und mit diesem können Kinder gar nicht früh genug konfrontiert werden. Wie wahr? Ich schlage vor, Mr. Banks, Sie nehmen Jane und Michael morgen mit auf die Bank und zeigen ihnen die Schalter, klären sie übers Sparen auf und erläutern ihnen die Grundbegriffe vom Wertpapierhandel. Genau das werde ich tun. Mit diesen Worten war die Unterredung beendet. Mary Poppins rutschte vergnügt in den ersten Stock hinauf und ging zu Jane und Michael ins Kinderzimmer. Hört mal zu, Kinder. Euer Papa nimmt euch morgen mit auf die Bank. Oh, ich würde aber lieber zu Onkel Albert gehen. Was sollen wir denn auf der Bank? Das werdet ihr schon sehen. Oh Mann. Passt auf. Auf halbem Weg liegt eine Kirche. Täglich schon früh zu den Stufen St. Pauls die uralte Vogelfrau kommt.
Und sie ruft jedem zu, der vorbeigeht voll Stolz. Komm, tu auch du, was dir frommt. Fütter die Vögelchen, sie haben's schwer. Töten zwei Penny das Stück. Die Jungen sind hungrig, sie frieren so sehr. Du kaufst dir für zwei Penny Glück. Kommt und kauft, lauft nicht vorbei. Futter, Futter, zwei Penny nur. Während sie ihre Ware anpreist, zwitschert ein Vogelschwarm sie umkreist. Und herab auf den Domplatz schon ernst die Apostel auf das, was dort unten geschieht. Du kannst es nicht sehen, du fühlst nur sie lächeln, wenn einer die Geldbörse zieht. Was sie ruft, ist leicht zu verstehen. Hört doch, ihr sollt zu ihr gehen. Kinder kauft, lauft nicht vorbei. Futter, Futter, zwei Penny nur. Wenn ihr morgen mit eurem Papa zur Bank geht, vergesst nicht zwei Pennys für die Vogelfrau mitzunehmen. So, und nun schlaft schön. Gute Nacht. Gute Nacht, Mary Poppins. Schlaf gut, Mary Poppins. Punkt 8.05 Uhr am nächsten Morgen brachen Mr. Banks und seine Sprösslinge auf. Das Wetter war typisch englisch. Kalt und neblig. Außer Mr. Banks war niemand so recht wach. Lustlos trotteten Jane und Michael neben ihrem Vater her. Das allerdings änderte sich schlagartig, als sie St. Paul's Cathedral erreichten. Alles war genau so, wie Mary Poppins es den Kindern beschrieben hatte. Auf den großen, breiten Stufen, die zum Kirchenportal führten, kauerte eine alte Frau und verkaufte Vogelfutter. Jane, das ist sie! Wer? Die Vogelfrau, von der Mary Poppins uns erzählt hat. Ich höre immer Mary Poppins. Ich möchte diesen Namen heute Morgen nicht noch einmal hören. Verstanden? Ja, Papa. Ey, wartet! Ich muss noch Vogelfutter kaufen. Ich habe extra zwei Pennys aus meinem Sparschwein genommen. So, jetzt reicht's aber. Endgültig. Schluss mit diesem Blödsinn. Ich werde deiner Schwester und dir zeigen, was man auf der Bank mit zwei Pennys alles anfangen kann. Sie können der Grundstock eines Vermögens sein. Eines Vermögens. Habt ihr verstanden? Michael hatte vor Wut und Verzweiflung Tränen in den Augen. Und auch Jane schluchzte mit. Schließlich gehört sich das für eine anständige Schwester. Doch all das störte Mr. Banks überhaupt nicht. Mit großen Schritten ging er geradewegs auf das hässlichste Gebäude zu. Das muss die Bank sein. Das ist die Bank. Und nun, Kinder, benehmt euch anständig. Macht mir ja keine Schande. Hoffentlich kommen wir da wieder lebendig raus. Ihr seid noch nicht einmal drin, da willst du schon wieder raus? Unmöglich, Michael, unmöglich! Nun standen sie vor der großen Tür, die sich automatisch öffnete. Vor ihnen lag ein hoher Raum, dessen Wände, Decken und Fußboden aus Marmor waren. Nirgends hingen Bilder. Blumentöpfe gab es auch nicht. Und manche Menschen wurden hinter Glas aufbewahrt. Vielleicht hielten sie sich so besser. Das einzig Lustige an ihnen war, dass sie fast alle graue Anzüge trugen. Dadurch sahen sie aus wie Mäuse. Manche hatten auch schwarze Anzüge an, wie die Pinguine, die Jane und Michael so köstlich bewirtet hatten. Nur ihre Gesichter waren nicht so freundlich. Hätten diese Herren nicht eine rote Nelke im Knopfloch getragen wie Mr. Banks, wäre wahrhaftig nichts Liebenswertes an ihnen gewesen. So,
So, ihr seid die Kinder von Mr. Banks. Ja, Herr Direktor, das sind meine beiden. Besonders stolz bin ich auf Michael. Er hat nämlich 2 Pennies aus seinem Sparschwein genommen, um sie sicher anzulegen. 2 Pennies, wunderbar. So fing auch meine Laufbahn einmal an. Und seht, was aus mir geworden ist. Jane und Michael dachten dasselbe. Ein faltiges Hutzelmännchen mit Gierfingern. Doch sie schwiegen tunlichst. Erst als der Alte Michaels Pennies nahm und sich umdrehte, um sie zur Kasse zu bringen, verlor Michael die Geduld. Das ist mein Geld, ich will meine Pennies wieder haben. Sofort geben Sie meinem Bruder das Geld, Sie. Na, 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 na. Auf der Bank vermehrt sich das Geld, Kinder. Ich will aber Vogelfutter kaufen. Kinder wollen nichts, sie möchten bitte. Ich will aber mein Geld wieder haben. Dieser Satz löste eine Panik aus. Ein Kunde verlangte sein Geld vom Direktor und der rückte es offensichtlich nicht raus. Von überall kamen Leute zum Schalter gerannt, um sich ihr Erspartes bis auf den letzten Penny auszahlen zu lassen. Nach 10 Minuten war die Kasse leer. Ratze, Katze, leer. Und die Menschen drängten laut schimpfend zum Ausgang. Als Jane und ihr Bruder das Gesicht ihres Vaters sahen, zogen sie es vor, Hand in Hand wegzulaufen. So böse hatte Papa noch nie ausgesehen. Wo sind wir eigentlich? Weiß ich nicht. Ich dachte, du weißt es. Nein, wenn nur Mary Poppins hier wäre. Hilfe! Vor den Kindern stand eine dunkle Gestalt. Alles war schwarz, sogar Gesicht und Hände. Jane und Michael zitterten vor Angst. Na, ihr zwei? Nichts tun. Bitte nichts tun. Sagt mal, erkennt ihr mich wirklich nicht? Bert! Ja, ich bin's. Ich habe nur meinen Beruf gewechselt und bin jetzt Schornsteinfeger. Aber wo kommt ihr denn her? Aufgeregt erzählten Jane und Michael, was sie auf der Bank erlebt hatten. Euer armer Vater. Wieso? Ihr habt ihm heute sehr viel Ärger gemacht. Und das Dumme ist, ihr muss immer allein damit fertig werden. Und außerdem sitzt er im Käfig. Aber dann müssen wir ihn befreien. Genau das werden wir jetzt auch tun. Nur ein wenig anders, als ihr denkt. Chim, chimini, chim, chimini, chim, chim, chiri. So klingt des Kaminkehrers Glücksmelodie. Chim, chimini, chim, chimini, es ist bekannt. Das Glück, das färbt ab, drückt uns einer die Hand. Und wer uns mal küsst, wird Glückskind genannt. Wenn dir die Welt als ne Leiter erscheint, ich sitz auf der untersten Sprosse, mein Freund. Verbringe mein Leben in Rußrauch und Dreck. Die Welt mir gefällt, ich will nicht mehr hier weg. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri. So klingt des Kaminkehrers Glücksmelodie. Chim chimini, chim chimini, es ist bekannt. Das Glück, das färbt ab, drückt uns einer die Hand. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri. So klingt des Kaminkehrers Glücksmelodie. Chim chimini, chim chimini, es ist bekannt. Das Glück, das färbt ab, drückt uns einer die Hand. Bert hatte Jane und Michael an die Hand genommen und hüpfte vergnügt mit ihnen zur Kirschbaumallee. Gott sei Dank kannte er den Weg. Als Mr. Boom die drei vom Balkon aus sah, feuerte er einen Willkommensschuss ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da bringt doch schon wieder ein fremder Mensch meine Kinder nach Hause. Jane, Michael, wo habt ihr euren Vater gelassen? In der Bank. Entschuldigen Sie bitte, ich bin die Mutter dieser Ausreißer. Diesmal sind Sie wirklich nicht ausgerissen. Es kam etwas Unvorhergesehenes dazwischen. So, ist euer Drachen etwa wieder kaputt gegangen? Aber Ma, den hatten wir doch gar nicht mit. Stimmt, ich bin schon ganz durcheinander. Euer Vater würde euch nie erlauben, in der Bank den Drachen steigen zu lassen. Das brächte auch nicht viel, da ist so wenig Wind. Schluss jetzt. Kommen Sie doch herein. Aber bitte Vorsicht, die Teppiche sind frisch gesaugt. Selbstverständlich, Mrs. Banks. Wo Sie nun schon hier sind, ich habe da eine Bitte. Könnten Sie wohl meinen Kamin kehren? Er zieht nicht mehr so richtig. Aber mit Vergnügen. Bert steckte die große Bürste in den Abzug, um den Kamin gründlich zu reinigen. Der Wind zog heftig an ihrem Stiel. Halt mal fest, Michael. Ich muss mir die Nase putzen, aber kräftig, hm? Ja, Bert. In diesem Moment verfing sich eine Böe im Abzug und Michael sauste durch den Kamin in Richtung Dach. Jane kam hinzugesaust
und packte ihren Bruder an den Füßen. Doch es half nichts. Beide Kinder flogen durch den Kamin und landeten rußverschmiert auf dem Dach. Hoffentlich weht uns der Wind nicht runter. Da, da, guck doch mal. Das ist doch der Schirm von Mary Poppins, der da durch den Kamin aussteigt. Nicht nur der Schirm. Hurra, Mary Poppins in Sicht. Tatsächlich war sie den Kindern durch den Kamin gefolgt und landete nun sanft wie eine Pusteblume auf dem Dach. Kurz nach ihr tauchte auch der Schornsteinfeger Bert auf. Doch was dann geschah, übertraf das vorherige. Aus allen benachbarten Schornsteinen krochen Schornsteinfeger. Über die Dächer kamen sie geflogen, an den Fassaden krabbelten sie entlang. Es war einfach unvorstellbar. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, vorwärts, Freunde, wer macht mit? Schritt und Tritt! Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Keinen Inhalt hat das Lied. Vorwärts, Freunde, wer macht mit? Hoch die Knie! Hoch die Knie, Schritt und Tritt, hoch die Knie, Schritt und Tritt. Keinen Inhalt hat das Lied. Vorwärts, Freunde, wer macht mit? Um den Schornstein! Um den Schornstein, Schritt und Tritt, um den Schornstein, Schritt und Tritt. Keinen Inhalt hat das Lied. Vorwärts, Freunde, wer macht mit? Los, lasst uns weiter tanzen, nicht müde werden, Freunde! Admiral Boom glaubte seinen Augen nicht trauen zu können. Und da er als alter englischer Kämpfer schon manche Schlacht siegreich geschlagen hatte, wusste er, der Angriff ist die beste Verteidigung. Leider war er so kurzsichtig, dass er nicht sah, auf wen er schoss. Doch das störte ihn nicht. Er böllerte munter weiter. Auch das ist alte Kriegsmanier. Ist er verrückt geworden? Ob verrückt oder nicht, wir müssen fliehen. Die Kinder zuerst. Ab durch den Schornstein. Mrs. Banks wollte sich's gemütlich machen, als erst Jane und dann Michael im Wohnzimmer landeten. Doch diese beiden bildeten nur die Vorhut. Es folgten Bert, Mary Poppins und zwei weitere Rauchfangkehrer. Die übrigen waren durch andere Schornsteine in andere Wohnzimmer gerutscht. Kommt, wir tanzen weiter! Mrs. Banks und die anderen hüpften vor Freude und sogar Ellen, das Hausmädchen, kam ins Zimmer, um mitzutanzen. Ihre weiße Schürze wurde schwarz, weil Bert Ellen immer hochwarf und mit seinen rußigen Händen wieder auffing. So viel Freude und Lachen, Tanzen und Springen, Juchzen und Jauchzen hatte das hochherrschaftliche Wohnzimmer in der Kirschbaumallee 17 noch nie erlebt. Sogar der Gummibaum klatschte vergnügt in die Blätter. Doch die Freude fand ihr jähes Ende, als Mr. Banks eintrat. Was soll das? Was ist hier los? Ich bin wohl im Irrenhaus oder im Zoo gelandet. Läuft denn heute alles schief? Ja, ja, ja. Seit diese Mary Poppins ihren Fuß über die Schwelle gesetzt hat, spielt hier alles verrückt. Raus! Bye, bye, Mr. Banks. So long, Mr. Banks. Oh, Papa, sie haben dir alle die Hand gegeben. Deswegen ist sie jetzt auch dreckig. Das macht doch nichts, Papa. Schornsteinfeger bringen Glück. Ruhe! Jane, Michael, ab ins Bett. Gute Nacht, Mary Poppins. So, Fräulein Poppins, ich frage Sie jetzt zum letzten Mal. Was hat dieser ganze Zirkus zu bedeuten? Ich wünsche eine plausible Erklärung. Ich wollte nur... Was wollten Sie? Ich wollte nur sagen, ich gebe grundsätzlich keine Erklärungen ab. In diesem Moment klingelte das Telefon. Herr Davis, der Bankdirektor, bat Mr. Banks, abends um 9 Uhr zu ihm zu kommen. Mr. Banks vermutete Fürchterliches.
Und an allem war diese Mary Poppins schuld. Schließlich war es ihre Idee gewesen, den Kindern die Bank zu zeigen. Ich verstehe Sie, Boss. Sie haben unser tiefstes Mitgefühl. Stress Tag ein, Tag aus. Ja, das Leben ist ernst. Sehr ernst. Da ist einfach kein Platz für Drachen und Holzpferde, Pflasterbilder und Träume. Wieso eigentlich nicht? Jane und Michael hatten sich im Nachtzeug noch einmal runtergeschlichen. Michael hielt seinem Pa zwei Pennies hin. Bitte, Pa, sei nicht mehr böse. Hast du uns jetzt wieder lieb? Oh ja. Und ob. Im Chefzimmer des Bankhauses hatten sich alle wichtigen Herren eingefunden und zogen Gesichter wie Forelle blau. Mr. Banks, seit 1773 hatten wir keine Unruhen mehr in diesen Hallen. Punkt. Doch heute Morgen brach das Unglück über uns herein in Form ihrer Kinder. Punkt. Bezug nehmend auf dieses unglaubliche Ereignis kann ich Sie nur fragen, Doppelpunkt, Anführungsstriche. Haben Sie zu dem eben genannten Vorfall noch irgendeine Erklärung abzugeben, Mr. Banks, Anführungsstriche. Ja. Supercalifragilisticexpialidocious. Wie, Fragezeichen? Supercalifragilisticexpialidocious. Oh, wie gut das tut. Mary Poppins hatte recht. Wer, Fragezeichen? Unser kluges, himmlisches, supercalifragilisticexpialidocious Kindermädchen. Der Direktor glaubte, Mr. Banks habe den Verstand verloren. Er riss ihm die rote Nelke aus dem Knopfloch und schleuderte sie zu Boden. Das bedeutete, fristlos entlassen. Herrlich! Fantastisch! Wie? Banks, was gedenken Sie jetzt zu tun? Sie sitzen buchstäblich auf der Straße. Das ist es ja, Chef. Ich werde in Pflasterbilder gehen, Drachen steigen lassen, mit Schornsteinfegern auf den Dächern tanzen und mit einem Holzpferd zum großen Preis von England antreten. Das ist zum Wiehern. Ja, das ist zum Gackern. Das ist zum Juchzen. Zum Der Direktor wurde von einem solchen Lachkrampf geschüttelt, dass er vom Boden abhob und durch das einzige offene Fenster entschwebte. Mr. Banks drückte dem Juniorchef zwei Glückspennies in die Hand, verabschiedete sich fröhlich und hüpfte singend von dannen. Hoffentlich ist ihm nicht zugestoßen. Er wird sich doch nichts angetan haben. Oh Gott, schon eine Stunde ist er fort. Mein George, mein geliebter George, mein Georgelein. Hör mal. Was ist denn das? Ich höre seine Stimme. Sie kommt aus dem Keller. Hoffentlich ist das kein Gespenst. Wisst ihr, was ich im Keller gemacht habe? Nein. Den Drachen repariert. Morgen ist Samstag, da wollen wir ihn steigen lassen. Hurra! Und so geschah's. Auf der Wiese ließen viele Kinder ihre bunten Drachen in den blauen Himmel steigen und die Väter gaben fachmännischen Rat. Denn plötzlich erinnerten sie sich wieder daran, dass sie auch einmal Kinder gewesen waren. Vor ganz wenigen Jahren noch. Jane, enttüttle den Schwanz, ja? Michael, ich halte den Drachen hoch und wenn ich losrufe, rennst du. Ja, Pa. Hast du was gesagt? Da, schaut mal, da drüben. Wo? Da. Der Juniorchef mit allen Angestellten. Aber unser Drachen ist schöner. Selbstredend. Der junge Chef kam auf die Familie Banks zu,
reichte Mr. Banks eine rote Nelke und sagte, ab heute sind Sie mein Partner. Mein Papa ist ja weggeflogen. Aber so glücklich war er noch nie zuvor. Übrigens haben wir ein neues Schulungsprogramm erarbeitet. Und das wäre? Drachen steigen lassen. Das ist ja... Supercalifragilisticexpialidocious! Plötzlich rannten alle Drachenflieger in eine andere Richtung. Der Wind hatte sich gedreht. Das war das Zeichen für Mary Poppins, aufzubrechen. Sie packte ihre Sachen zusammen, rutschte das Treppengeländer herunter, öffnete leise die Tür und flog mit ihrem Regenschirm hinein in den Aprilhimmel. Jane und Michael hatten sie ganz vergessen. Glücklich schlangen sie ihre Ärmchen um Pas Beine. Höher kamen sie nämlich nicht. Nur Bert hatte Mary Poppins entdeckt. Wiedersehen, Mary Poppins! Psst, Bert, nicht so laut! Glückliche Menschen darf man nicht stören.